Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich Donald durchgerungen, ein weiteres Spiel zu machen gegen den Uber-Rated. Ticken unter mir im MMA. Vielleicht ist er dann ja auch schlechter und ich kann gewinnen. Bin gerade nicht so überzeugt von meiner Performance heute. Egal, hier ist auf jeden Fall schon eine schöne Kombination, die kann man gut nehmen. Auch wenn es Aerials nicht perfekt mit dem Marksman harmoniert, aber schon okay. Und ich auch das hier spielen, aber das ist mir zu stressig. Ich spiele über defensiv. Schön Sledgehammer mit Marksman. Ja. Da fehlen noch die Crawler, würde ich sagen. Ich könnte jetzt auch Fangs dazu nehmen. Es wäre wahrscheinlich sogar wirklich die bessere Idee, jetzt Fängst dazu zu nehmen, gell? Für die ersten paar Runden. Moment, erstmal klare Gedanken fassen. Ich denke, für später sind die Crawler besser. Wir bauen erstmal auf. Also. Eins, zwei, drei, vier würde ich mal dahinter setzen. Irgendwie so vielleicht. Wenn man jetzt hier Crawler adden würde, wäre das okay. Ich könnte allerdings auch Fangs ein Stück weiter vorne stellen. Die würden dann direkt mich vor Satelliten auch schützen. Nee, ich denke, der bessere Call sind die Crawler, immer ein Crawler. Gerade noch das halt geschafft, er hat sich für dafür entschieden, einen Sledgehammer zu adden und einen Fang. Okay, was hat er noch gleich gehabt? Big Supply, okay, macht Sinn. Genau, seine Fangs sterben relativ fix wie erwartet, aber jetzt gar nicht mal so schnell. Meine Crawler waren natürlich sehr schnell tot, aber es reicht, oder? Ja. Ja, wobei so klar ist es gar nicht, aber es reicht, okay. War doch eine relativ knappe Geschichte jetzt am Ende. Ja, das war doch relativ knapp. Ich schätze, wenn jetzt hier einen Sledgehammer addet, wird er gleich noch einen zweiten Sledgehammer adden. Was mich dazu motiviert, nicht unbedingt auf Fangs zu gehen. Die Crawler sind eigentlich immer ganz gut. Die kleinen Viecher, die nerven einfach. Wir lassen die einfach von hier hinten rein marschieren. Das kann eigentlich nur gut werden. Und es passt doch einfach von der Synergie her sehr gut. Die Frage ist halt, möchte ich jetzt einfach weitere Crawler adden oder. Ach komm, mal einfach Crawler. Was soll der Käse? Einfach richtig schön viele Crawler von hinten rein. Dann schalten wir schon mal die Phönixe frei. Die werden wir eh noch holen, denke ich. Er hat mehr Panzer geaddet und sich auch Crawler defensiv hingesetzt. Bin mal gespannt, ob meine Crawler am HQ ankommen. Ja, nur so halb, glaube ich. Aber es reicht für einen Debuff sehr gut, wichtig. Ja, und ich habe halt schon echt viele Crawler auf dem Feld jetzt. Es war natürlich sehr glücklich, dass der Debuff hier noch durchging, würde ich sagen.
Ich habe ja auch keinen Vorteil mit meinen Crawlern eigentlich. Aber gut, hat geklappt. Ich bin zufrieden. So, jetzt muss ich aber schlaue Entscheidungen treffen. So, Tech Upgrade Specialist, Improved Firepower oder einfach Speed. Aber eigentlich muss ich bei meinen Einheiten den Speed mitnehmen. Ich denke, das ist eine schlaue Entscheidung. Er hat halt immer noch relativ viele Fangs. Die Frage, will ich jetzt auf Marksman bleiben? Und die Frage ist, warum würde ich das wollen? Es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Ich bin heute noch ein bisschen experimentierfreudig. Was wollte ich noch? Einen weiteren Panzer in die Mitte einfach. Mir fehlt gerade die Kreativität und das Denkvermögen. Wir machen es einfach mal so. Let's go. Vulcan und ja, es war halt klar, dass die jetzt irgendwann kommen werden. Die Satelliten. Mein Debuff kommt halt leider sehr spät rein. Aber er wird kommen. Naja, wahrscheinlich aber zu spät, ne? Der Vulcan funktioniert ganz gut, muss man sagen. Muss mal gucken, wie ich mit dem gleich umgehen werde. Aber der Debuff funktioniert auch ganz gut. Ich kann einfach wegbomben. Das ist schon nice. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach. Ist teuer, aber ich versuche das hier einfach schnell zu beenden. Ich würde eigentlich gerne Fangs und Stormcaller adden. Geht aber nicht. Und da beschränken wir uns erstmal auf Stormcaller und machen die Fangs dann nächste Runde. Geht der auf die Mitte? Wir sparen uns das Geld mal. Reichweite für die Fangs, okay. Macht die Stormcaller jetzt nicht schlechter. Ja, die Runde wird sehr teuer für ihn, denke ich. Aber die Frage ist halt, ob das auf Dauer alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich könnte die Crawler einfach auch nochmal besser machen, gell? Ich meine, Javelin war jetzt natürlich nur eine Einmallösung und es bringt mir jetzt in der nächsten Runde halt gar nichts.
Aber die Runde hat es mit Sicherheit einige Punkte ihn gekostet. Wie hat er sich jetzt eigentlich darum gekümmert, indem er von Fangsquad hingestellt hat? Ja, ich kann ihn mal wieder verkaufen. Und ich habe hier auch Ariel, das heißt, ich könnte... Ich weiß, ist Parasitic so wertvoll? Vermutlich schon, gell? Na komm, wir probieren's. Er hat ja auch echt nicht viel gegen Lufteinheiten, ne? Nur die hier eigentlich. Ich brauche Reichweite mit Overlords, wenn ich Overlords adden möchte. Aber wenn ich aber nur Feuer ausgebe. Boah, ich weiß, ich muss mich mal beeilen jetzt, gell? Also Feuerartillerie adden. Fang Squads hier vor adden für die Satelliten. Und nochmal eine Feueradlerie adden. Die kommt dahin auf Verdacht. Reichweite ausgeben. Satellit. Satellit. Mal gucken, ob es reicht. Ah, den wollte ich verkaufen, ich Idiot. Naja, hat nicht ganz geklappt. Mein Satelliten haben auch nicht geklappt. Ja, okay. Er burnt mir jetzt halt einfach mal den ganzen Crawler weg. Nicht so nett von ihm. Ja, die Feueradlerie ist. Feuergeschichte ist einfach krass von ihm. Und mir ist auch nicht schlecht, aber ihm bringt es einfach mehr. Und ich habe jetzt leider keine Marksman mehr. Ich also noch einen Marksman. Und ob der reicht? Oh, er reicht sogar. Boah, war das knapp. Aber reicht es an Punkten? Ich glaube, es reicht gerade noch nicht, gell? Ne, es reicht gerade noch nicht. Das sind 200, 300. Genau 500, wenn ich es richtig sehe. Ja. Smoke Bomb ist hier sehr stark. Setz die mal so hier hin. Ich frage mich halt gerade, ob Melting Points vielleicht die Antwort sind. Oder Overlords. Aber Overlords brauche ich, wenn dann mit Reichweite. Dann machen wir es einfach mit Reichweite. Warum denn eigentlich nicht? Das hier hinten rein, dann vielleicht kommen da ein paar Raketen dann rein von ihm. Das hier ausgeben. Also hier muss er eigentlich ein Satellit rein haben, mal gucken, was macht. Macht er auch, ja. Okay. Oh, sehr schöner Schuss, sehr gut gemacht, Herr. Monsieur Overlord. Er muss auch sterben. Tut er aber nicht rechtzeitig. Ach Gott, ey. Wenn der in Time gestorben wäre, wäre so schön gewesen. Den Debuff hat es jetzt nicht gebraucht.
Aber das ist schon weg. Die müssen sterben. Wenn die beiden sterben, habe ich gewonnen. Ja. War jetzt aber ganz schön knapp am Ende, auch wenn es jetzt im Endeffekt eine 4000-0 Runde war. Das Momentum ist ein bisschen, hat sich geändert. Muss da gerade mal raus, reingucken. Das hier war nicht sauber auf mir gespielt, einfach auch, ne? In der Mitte. Da hätte ich irgendwie was davor setzen müssen. Ich war aber der Meinung, dass ich irgendwie die Oberlots mit Reichweite brauche, was auch nicht so falsch war. Das Reichweiten-Upgrade und das, ja, wahrscheinlich das hier lieber weglassen. Nee, hätte ich nicht machen können, weil ich hatte nur 100 übrig. Und da konnte ich keine weitere Einheit adden. Ging dann nochmal gut, ne, weil die nicht nach vorne gegangen sind. Dementsprechend der Satellit nicht hier in die Stormcaller-Postlet schon mal reingeaddet oder reingedonnert. Den hier wollte ich verkaufen seit 3 Runden. Müdigkeit, ey, keine Frage. Genau, aber ich, wie gesagt, ich habe hier relativ viele Crawler, 5 Squads immerhin und die sind halt dann doch durch die Vulcans eigentlich immer gestorben, würde ich sagen. Aber haben natürlich schon distracted, ne, keine Frage. Ja, es ist jetzt hier schon als Fang-Spam zu interpretieren, so ein bisschen schon, ne? Aber halt ein defensiver Fang-Spam und der ist halt deutlich leichter zu kontern als ein offensiver Fang-Spam, wo der Gegner halt seine Einheiten hier vorne an die Front stellt. Da sind die deutlich stärker. Weil man dann teilweise die Stormcaller, die hier stehen mit Feuer und so, besser von der Seite auf flankieren kann und so weiter und so fort. Wenn man so defensiv aufstellt, ist das halt, sind die Stormcaller mit Feuer deutlich effizienter gegen die Fangs, wie wenn man vorne aufstellt. Also zum Beispiel hier stehen die Fangs. Hier stehen auch Fangs. Wenn ich jetzt hier eine Feuerartillerie habe, dann wird hier relativ schnell, also dann kann sie halt, ne, muss sich links, rechts entscheiden und dann stehen auch Rhinos dabei oder irgendwas, die ablenken. Und so einfach alles relativ schnell an denen dran. Und wenn man so defensiv steht, dann kann man die Flanke eigentlich nicht gescheit bringen, weil dann halt erst die Flanke stirbt und dann kommt der Rest dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem daran, wenn man defensive Peng-Strategien fährt. Offensiv können die echt sehr stark sein. Ja. Ich denke, diese Vulcans mit dem Feuer waren an sich ein guter Plan von ihm, kann man schon sagen. Vielleicht hätte ich auch einfach auch weiter auf Marksman setzen wollen, aber ich setze immer ungern weiter auf Bodeneinheiten, wenn alles brennt. Hätte aber vielleicht auch einfach klappen können. Ne? In dem Sinne sage ich, danke fürs Zuschauen. Gerne ein Abo lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.